recht schönen guten Morgen, liebe Braunschweigerinnen und Braunschweiger, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vor allem liebe Gäste von nah und fern. Das Wetter ist ein bisschen, naja, es könnte ein wenig wärmer sein, aber ich denke, das ist äußerlich, innerlich, im Herzen freuen wir uns, dass wir alle heute Morgen hier zum Braunschweig International zum 32. Mal uns treffen können. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir heute Morgen hier sind, um zu demonstrieren mit unseren ausländischen Gästen, mit unseren Bürgern mit Migrationshintergrund sind wir solidarisch, wir sind auf Augenhöhe, wir unterhalten uns tagtäglich und doch ist so ein Fest immer etwas Besonderes. Ich danke aber auch allen Bürgerinnen und Bürgern, die hinter und in den Ständen stehen, die das Fest mit vorbereitet haben, die ehrenamtlich dieses Programm mit aufziehen, die es mit dem Amt für Kulturarbeit oder Kulturinstitut vorbereitet haben. Ich danke namentlich Frau Hartung und der lieben Frau Winter. Die ganzen Vorbereitungen, wissen Sie, sind ehrenamtlich und darum höchst wichtig für uns. Das Ehrenamt, das wissen Sie, stärkt unser Miteinander. Es bringt uns ein Teil zusammen und wir alle sind aufgefordert, in dem fröhlichen Miteinander uns zu artikulieren, uns einzubringen. Und da hat jeder von uns die Aufgabe, sich an seiner Position ehrenamtlich mit viel Liebe für ihr Herkunftsland, mit viel Liebe für ihre Identität mit einzubringen. Es sind immerhin, und das muss ich ganz ehrlich noch einmal deutlich hervorheben, über 30 Gruppen, die heute hier sind, die über 140 Nationen in der Stadt friedlich zusammenleben, die hier zusammen ein Fest aufziehen, was, denke ich, einmalig in Norddeutschland ist und einmalig für uns Braunschweiger ist, wer an diesem Tag, heute Morgen und den ganzen Tag über nicht dabei ist, hat etwas verpasst, hat fröhliche Gespräche mit unseren ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, mit unseren Migrantinnen und Migranten versäumt, weil das Gespräch ist das Wichtigste, was wir mit auf den Weg geben können und da zeigt sich die Stadt Braunschweig auf einem unglaublich guten Weg. Wir sind gut aufgestellt, wir können uns sehen lassen. Unsere Politik, die wir zusammen alle begleiten, lässt sich sehen. Unsere soziale Stadt ist nicht mehr wegzudenken. Es ist ein Zeichen dieses Fest heute Morgen für eine kulturelle Vielfalt. Und darum stimmt auch das Motto, was wir heute über unser Fest signalisiert haben, gemeinsam, stark und vielfältig. Braunschweig ist für viele Zuwanderer aus aller Welt zum Lebensmittelpunkt geworden. Hier wird studiert, hier wird mit Künstlern, Forschern und mit allen Menschen zusammengelebt. Es wird der wichtigste Zeitraum eines Lebens, spielt sich hier in Braunschweig ab. Ich habe es schon gesagt, über 140 Nationen leben hier in Braunschweig friedlich zusammen und die Vielfalt, die kulturelle Vielfalt und die Vielfalt der Sprachen spiegeln sich bereits im Kindergarten, in den Schulen, in den vielen Forschungseinrichtungen und in den Veranstaltungen nieder. Es ist eine kulturelle Vielfalt und es wird in der Mehrsprachigkeit, in den Familien, in den Zentren und in den Vereinen als hoch angeschätzt. Die Integration bedeutet für uns eine Kernaufgabe in der Gesellschaft und Sie allen sind aufgefordert, sich darin einzubinden, dabei zu sein und unsere Stadt auf den richtigen Weg weiterzubringen. Sie wissen, dass im letzten Jahr am 4. Juni eine Gegendemonstration
eine Nazi-Gegendemonstration, unser Fest Braunschweig International ein wenig ins Wanken hätte bringen können. Aber Bund, stopp Braun! Die Gewerkschaften, die Kirchen, die Vereine und die Politik, wir alle haben eine Gegendemonstration offeriert und haben damit symbolisiert, dass auch diese Nazi-Gesellschaft uns nicht auseinanderbringen kann. Wir sind dafür, dass wir uns weiter in diesem Gefilden uns nicht aus der Ruhe bringen lassen sollen. Sie können uns ein wenig beunruhigen, indem man sich gedanklich damit auseinandersetzt. Aber seien Sie gewiss, Braunschweig wird immer geschlossen für unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen, für Sie, unsere lieben Migrantinnen und Migranten da sein. Und wir werden uns immer für Sie auf Ihre Seite stellen und diese Feste und die Veranstaltung weiter mit Fröhlichkeit begleiten wollen. Es ist wichtig, dass jeder Einzelne von Ihnen sich einbringt. Er ist aufgefordert, sich mitzuartikulieren. Und darum haben wir keine Sorge, dass wir für Braunschweig weiterhin ein gutes Zeichen setzen. Braunschweig ist nicht nur die schönste Stadt Niedersachsens, sondern sie ist sozial und gerecht für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt aufgestellt. Wir freuen uns über jeden Zuwachs. Und bitten Sie weiter, uns in dieser Form zu unterstützen. Unser gemeinsamer Erfolg macht uns stark, aber er macht uns auch stolz. Darum lassen Sie uns heute mit guten Gesprächen, mit fröhlichen Tänzen alle mit offenen Armen begrüßen und begleiten Sie uns für diesen schönen Tag. Ich danke noch einmal allen, die sich einbringen, und erkläre damit das schönste Fest Braunschweigs, das 32. Braunschweig International, für eröffnet. Und seien Sie uns herzlich willkommen. Schön, dass es Sie gibt. Liebe Braunschweiger Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen des Ausschusses für Integration Fragen zum Fest Braunschweiger International. Gemeinsam stark und vielfältig. Das ist das Motto unseres heutigen Festes. Integration bedeutet, das Verbinden und Immigrantinnen und Immigranten mit Gesellschaft, in der sie leben, so werden sie Teil unserer Gesellschaft. Das ist aber eine gemeinsame Aufgabe. Immigrantinnen und Immigranten dürfen sich gegenüber der Gesellschaft nicht verschließen. Die einheimische Bevölkerung muss Bedingungen für eine Integration schaffen. Es geht nicht bloß um Anpassungen. Unser Ziel sollte eine Gesellschaft sein, in der alle mit ihren unterschiedlichen Herkünften, Kulturen und Identitäten gut zusammenleben können. In der alle an den Entscheidungen und unseren gemeinsamen Zukunft teilhaben können, stark und vielfältig eben. Zunächst gab es jahrzehntelang keine staatliche Integrationspolitik, außer den Zivilgesellschaften wurden aber viel wichtige kleine Schritte unternommen, um die Menschen mit Migrationshintergrund und die einheimische Bevölkerung aneinander näher zu bringen. Besonderes hervorheben möchte ich die Gewerkschaften bei den Vertrauensleuten und später bei der Betriebsratswahl wurde nicht gefragt, aus welchem Land kommst du. Gefragt wurde, willst du mitkämpfen für Arbeit, Bildung und unsere gemeinsame Zukunft? Und die Gewerkschaften wie Betriebsräte wurden zur großen Erfolgsgeschichte der Integration. Davon sollten wir lernen, zum Beispiel bei der Frage des kommunalen Wahlrechts für allen. Nur gemeinsam und in unserem Vielfalt sind wir stark.
Das hat sich auch in Braunschweig mit Menschen aus über 100 Nationen gezeigt. Unser Haus der Kulturen ist ein gutes Beispiel dafür. Menschen mit den vielfältigsten Herkünften haben jahrelang an eine Strenge gezogen. Sie wollen sich am kulturellen, sozialen und politischen Leben unserer Stadt beteiligen. Und die Politik in Braunschweig hat verstanden. Nun nimmt das Haus der Kulturen am Nordbahnhof immer stärker Gestalt. Eines wie auch andere Projekte werden in die kulturelle Austausch stärken. Gemeinsam und stark müssen wir unsere Vielfalt auch verteidigen. Wie wir das genau vor einem Jahr gegen Neonazis getan haben. Deutsche gegen Ausländer, Christen gegen Muslime, solche Kampagnen müssen auf unserem gemeinsamen Widerstand stoßen. Unsere Gesellschaft, unsere Demokratie werden stärker, wenn wir alle in unserer Vielfalt gemeinsam und gleichberechtigt mitentscheiden können und in sozialen und politischen Fragen Gleichberechtigung für alle, die längst ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, aber sich auch noch ihrem Herkunftsland oder ihren Eltern verbunden fühlen. Teil der Familie leben hier wie dort. Viele besondere Seniorinnen und Senioren pendeln zwischen den Ländern. So haben sie neue moderne Lebensweise entwickelt, die Respekt werden müssen. Das hat die Politik gegenüber Menschen, die aus den EU-Ländern stammen, längst getan. Sie können neben dem Deutschen auch einen anderen Pass haben. Diese Möglichkeit sollte allen gegeben werden. Das wäre ein starkes Signal, eine deutliche Einladung, ganz im Sinne unseres heutigen Mottos. Gemeinsam, stark und vielfältig. Vielen Dank. Pasó.
casquilla, que el viento le deshojaba como blanca maravilla. La noche ya se estaba bañando y el techador que le estaba ligado. Y le decía, María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de María García. Nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn. Đàn chim non véo con ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới. Chân hai cong, tay dù hồng. Ô sáng hôm nay chuế tôi ra xem cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông đệ quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ồ, ngộ thấy có con lợn quay soi đầy mâm ngày cưới, trông thật hay, trông lại buồn cười. Ra mà xem mới thấy được một ngày vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chứ? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chung mình cũng tính đi thôi. Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn. Đàn chim non véo bên ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới. Chân hai cong, tay dù hồng. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông đệ quý? Chà, nhà ai có cô dâu hiền? Ô ngộ thấy có con lợn quay soi đầy mâm vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông lại buồn cười. Ra mà sẽ mới thấy được một ngày vui. Anh ơi,
chúng mình cùng tính đi thôi. Das war ganz bezaubernd, ganz reizend.